Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin eure Therapeutin Mac Murago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Max Payne und versuchen gerade aus dem Building zu entkommen. Leider sind ein paar Security-Kräfte gar nicht davon begeistert, dass wir da rausgehen. Wir versuchen mal unser Glück ein bisschen hier in der Ecke. Okay. So. Okay. Ja, wir haben jetzt mal einen neuen Weg ausprobiert. Erst sind wir immer über die Veranda gegangen. Okay. Alles klar. Jetzt sind wir unten. Ja. Kommen wir eigentlich da ran? Ah, so richtig nicht. Ich denke mal, wir können auch nicht zwischen Spalten durchschießen. Obwohl, alles klar. Einer zerlegt. Dann haben wir da drüben noch welche. Genau, warum sich das so schwer machen und unten lang? Ein Gittertürchen. Können wir das öffnen? Ah, da sind wir von der anderen Seite. Alles klar. Jetzt weiß ich, wo wir ungefähr stecken. Wie bereiten wir diese Laserbeams? Wir können auf die einfach feuern. Da sind die alle weg. Ein bisschen Health wäre auch nicht schlecht. Da haben wir eine Tür, da gehen wir noch nicht durch. Wir schauen doch mal hier drin, ob wir vielleicht was finden. Leider nicht. Schade. Schön wäre es gewesen. Ah, da war der Ausgang. Wir hätten das ganze Theater letzte Folge gar nicht machen brauchen mit den Veranda und Brüstungen. So einfach geht das. I dreamed of revenge. Those dreams were always nightmares. Of coming close and then failing. Now I was close. I had a name to guide me. Nicole Horn. I had nothing to lose. Nicole Horn ist unser Ziel. Aber unser Axis-Ziel ist, die Sache hier ein bisschen zu überleben. Okay. Wow, wow, wow. Sag ja, Halbtote mache ich das so, wie der Okami immer das macht. Übrigens auch ein netter Let's Player. Der macht immer schicke Let's Plays zu der Half-Life-Reihe und dergleichen. Oh, oh. Okay, Entschuldigung, war nur ein Glück versehen. Oh, Gott. Bewegt ihr euch da oben? Wartet ihr da oben? Okay, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig bei der ganzen Geschichte jetzt hier. Vielleicht sollten wir es hier mal probieren. Ah, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Gar nicht gut. So, ins Gesicht. Wir verkrümmen uns mal hier. Wir machen dabei Angriff direkt nach. So, da sind uns förmlich Kugeln um die Ohren geflogen. Gar nicht gut. So, wir wissen, dass da oben jemand steht. Vielleicht sollten wir mal ein paar Granaten da hochwerfen. So hier. Vielleicht hat das ja ausgereicht. Ein paar Painkiller wären ganz nett. Okay, da haben wir eine Tür. Die ist bestimmt verriegelt. Genau, die Tür ist nämlich verriegelt. Hier war jemand am Suchen. Ah, ja, ja. The inner circle had quite a track record. Oh, oh, oh. Noch mehr Dokumente. Der Max Payne merkt gerade eine Lesestunde. Also, dann lesen wir mal ein bisschen. Project Valhalla had not been the only thing the inner circle had been involved in. There were rows of cabinets full of files. The Serpentine Secret Society went back a long way, always pulling strings from the shadows. I couldn't say I was sorry. Woden's move in some Byzantine power game had cut the circle's membership roster to one. The old man wanted me on cleanup duty. It was my mess too. Okay, der Alfred scheint dann doch nicht ganz so sauber zu sein. Wir machen aber trotzdem hier einen Quicksave, weil viel besser wird das wahrscheinlich auch nicht mehr werden.
Dann hier mal kurz auf die Beretta gewechselt. Davon haben wir die meiste Munition. Okay. Komm. Schau vor. So geht das auch. Da braucht man die lange zielen. Aber da hätten wir noch ein bisschen zielen müssen. Okay, wir wissen jetzt, wie es so prinzipiell läuft. Und wir brauchen dringend Medizin. Weil sonst kriegen wir ein paar Probleme. Okay, den dann nehmen und mal kurz dahin werfen. Der eine ist weg, der andere auch. Tja, die kamen also sozusagen auf einen Sprung vorbei. Über die Akten kommen wir dann hier rüber. Noch Move. Okay, Move mag ich jetzt gar nicht. Jetzt recht nicht weiß, wo ihr steckt. So kurz ein Quicksave gemacht. Ich hoffe mal, der Quicksave war jetzt kein Fehler. Okay, ohohoho. Alles klar. So kompliziert war der Fehler nicht, denn wir wissen, dass die irgendwie von hier auftauchen. Aha. Okay. Der rennt lieber hier drunter rum. Da rennen wir ihm mal entgegen. So. Er hat gemoved, wir haben geschossen. Also hat doch jeder das getan, was er am besten kann. Ich hoffe nur, dass da von vorne nicht noch mehr kommen. Ich bin leider ein bisschen damaged als solches. Deswegen lieber mal ein Safe mehr als gut ist. Weil ich denke mal, spannender kriegen wir das eh nicht. Oh, wir haben einen Painkiller. Wir haben einen Painkiller. Ja, Painkiller. Ja, puh, das war dringend nötig. Die Chance nutzen wir gleich mal für ein Safe. Damit wir nicht... Okay. Er meint ja wieder Granaten zu werfen. Man wirft ja nicht so ungestraft Granaten auf mich. Stehe ich gar nicht drauf. Jetzt geht's aus dem Keller langsam nach oben. Wir sind ja immer noch in diesem komischen Gebäude drin. Oh, Painkillers. Ja, Painkiller. Wow, Painkillers. Gleich mal die ersten zwei einwerfen. Huf. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Wir sind fast gesund und haben noch Painkillers. Tja, es wird gleich eine Menge Action geben. Wir werden gleich eine Menge einstecken und dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Halbtot ohne Painkillers. Naja. Wir haben ja schon Übung drin. So, wir wissen, dass hier wahrscheinlich oben... hier ist niemand. Oh, Hubschrauber. Okay. Interessant, Variante hier. So, Sprung in die Richtung. Deckung suchen. Piependes Geräusch mag ich gar nicht. Genau deswegen mag ich piepende Geräusche gar nicht. So, wir wissen aber, dass wir hier ohne Probleme hochlaufen können. Das ist schon mal schön. Wir wissen nur, dass wir hier drin nicht ohne Probleme rumlaufen können. Okay. So, den haben wir erledigt. Die platzieren irgendwelche komische piependen Dinger. Das mag ich persönlich gar nicht. Jo, ich hoffe mal, das waren die einzigen beiden. Okay, Laser, Laserbeams da. Oh. Laserbeams quer über die Treppe. Auch nicht so schön. Wir nehmen die Beretta da. Okay, das hätte ich ahnen können. Ich denke mal, gleich wird passieren, wenn wir den da weg. Okay, ah. Wir kommen dank der Sprengfallen doch nach vorwärts. Okay, der macht ja nur das große Loch rein. Alles klar. Dahin, dorthin ein Painkiller genommen. Kurz mal gespeichert. Und wir können ein bisschen über diese lustige Säule nach oben krabbeln. Ich hoffe mal, wir können unbehelligt nach oben gehen.
Da ist eine grüne Tür. Wir gehen trotzdem mal hier hinten lang rum, falls hier noch irgendwas interessant zum Aufsammeln ist. Sieht nicht so aus. Also ganz klar, grüne Tür. Einmal durch die Tür, bitte. Weil wenn die wissen, was wir da hinten haben und wir langsam mal vorankommen wollen, machen wir mal einen kurzen Quicksave und dann schauen wir mal, was wir dahinter anstellen können. So. Jedes Mal will ich das Pendel benutzen, aber dabei geht die Tür ja so auf. Okay. Okay, da geht eine Tür auf. Okay. Da ist noch eine Tür. Was haben wir denn da im Pressroom? Ich mag lieber die Tür. Oh, der Presseraum. Ein Kohleautomat. Das sieht mir aber nicht aus. Der hatte definitiv kein Presseauto, weiß. Wow, 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 wow. Liebe Mitbürger und Bürgerinnen, ich bin hier das Gesetz und... Ja, ich weiß, es war albern, aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Snipergewehr eingesammelt, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich eine kleine Sniper-Mission. Es ist natürlich verlockend, in diese Richtung zu laufen, weil hier die Tür aufging. Da habe ich kurz gequicksaved. Gehen wir mal hinter, ob hier irgendwas zu holen ist. Aber glaube ich, das ist einfach nur... Oh doch, da war was zu holen. Sniper-Rifle. Das riecht nach Sniper-Mission. Wir haben zwei Sniper-Rifles gefunden mit Munition. Das ist ja schon mal mehr als eindeutig. So, wir haben wieder mal einen Painkiller. Das heißt, wir werden gleich mächtig auf die Nase kriegen. Wir kommen einfach nicht klar auf zu viel Painkiller. So, okay. Jetzt wissen wir, für was wir die Sniper bekommen haben. Ah, Mist, der blieb da an der Ecke hängen. Wow, den haben wir vielleicht so noch erwischt. Nein, den haben wir so nicht erwischt. Okay, dann hilft der Jackhammer. Richtiges Kaliber zum richtigen Zeitpunkt. Macht das Leben doch einfacher. Okay, zurück zur Colt. Wir schauen uns hier mal um. Da ist eine Tür, die ist offen. Wir hoffen mal, sie bleibt noch ein bisschen zu, solange wir uns hier umschauen. Von wo schießt da einer? Ah, von da unten. So. Ich hoffe mal, das hat gereicht für den Herrn. Ja. So. Ah, jetzt weiß ich, da war die Drohne. Alles klar. Da wären wir sonst runtergekommen. Okay, eine Tür. Ein Treppenabgang. Jo, dann nehmen wir den mal. Na, Quicksave lohnt sich nicht. Oh, 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 oh. Okay. Oh, und noch einer. Ah. Jo, das sieht doch mal gut aus. Hier sind wir mal komplett im Arsch. Rot von oben bis unten. Okay, ein Eingang, ein Ausgang. Wir nutzen trotzdem mal die Gelegenheit, hier ein bisschen zu spionieren, wo wir hin müssen, weil wir wissen, dass wir eh nicht weit kommen. Allein schon wegen ihm da. So. War ja mit Ansage. War ja vorherzusehen. Aber gut, Presseraum sind wir hier, alles klar. Wir wechseln mal hier wieder hin. Cold Commander. Okay, schnell hier rüber huschen. Kommt einer gelaufen. So, den haben wir relativ gimpflich erledigt. Wir wissen, dass da drüben einer irgendwo steht. So, damit lief das deutlich besser. Direkt ins Herz sozusagen. Eine Herz-OP. Wir sind hier relativ gut dabei und wir wissen, dass da unten noch einer steht. So, den werden wir auch mal entsorgen. Warten wir, bis er genug gefeuert hat. Oh, 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 oh. Mist. Naja,
Das war dann doch nicht mehr ganz so wie geplant. Die ersten beiden haben wir super erledigt. Da gibt's nichts zu meckern. Aber den anderen, naja, den da unten, da waren wir einfach zu laut, zu langsam, was auch immer. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir einfach nur zu langsam, zu laut oder einfach zu dämlich waren. Alles klar. So, morgen geht's dann hier weiter mit Let's Play Max Payne. Ich hoffe mal, ich kann euch dabei begrüßen. Mich würde es sehr freuen. Bis dahin könnt ihr euch hiermit unterhalten. Herzlich willkommen auf meiner Endcard. Hier auf dieser schicken Endcard findet ihr den Google Plus Button sowie einen Button für YouTube. Da könnt ihr gerne mal draufklicken und mich in euren Kreisen aufnehmen beziehungsweise den Kanal einfach mal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Die beiden QR-Codes, die führen euch zu Facebook und Twitter. Dort kann man mich auch folgen und finden. Da bekommt man aber ein paar Infos mehr als sonst eigentlich über Google Plus. Ich teile gerne mal was über Twitter und schreibe da auch mal was. Sonst hätten wir hier nur noch dieses schicke Polaroid-Foto. Das zeigt uns ein schickes anderes Projekt, was schon etwas älter ist. Die Soundqualität vielleicht nicht ganz so schön war, aber das Spiel ist einfach super. Und zwar Heavy Metal Fake 2. Genau, da sind wir mit der lieben Michelle. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Unterwegs und bekämpfen, das Böse. Es geht wieder mal um die geheime Substanz, die unsterblich macht. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da wird viel gemetzelt und die Dame hat mit jedem fortschreitenden Level weniger Ahnung. Also, lohnt sich. Und da auch schicke Kommentare schreiben. Ich lese alles, freue mich über alles. Bis dahin bin ich im MacWurago und sag Servus und Ade.